Keadaan kami serombongan para petani datang ke sini memang dalam keadaan wilayah ini adalah wilayah masih berbentuk hutan ya, merubah kehidupan supaya nanti masyarakat ini petani sejahtera. Untuk minum memang betul. Oh iya, karena masih hutan, masih banyak sumber apa kayu kan. Wow, mantap itu. Mantap dia. Tapi sekarang ini sumber bangkar sawit paling tidak bagus lagi dia, karena mengandung pupuk kan ini kan. Karena saya merantau pertama kali itu terjunnya langsung ke karet. Jadi saya ya inginnya ke karet ya itu. Indonesiens Tieflandregenwälder. Sie zählen zu den größten innerhalb Südostasiens. Sie gelten als Zentren der Biodiversität, mit einem großen Reichtum an Pflanzen- und Tierarten. Regenwälder haben aber auch eine wichtige Funktion als Gegenspieler der globalen Erwärmung. Dabei regulieren sie nicht nur das Klima, sondern stellen auch einen der größten oberirdischen Kohlenstoffspeicher der Erde dar. Von 2000 bis 2012 gingen jedoch allein in Indonesien 6 Millionen Hektar verloren, Tendenz steigend. Dies entsprach im Jahr 2012 einer Fläche von knapp 150 Fußballfeldern, und zwar jede Stunde. Sie wurden umgewandelt in Landnutzungsformen von höherem ökonomischen Wert. Hier auf Sumatra anfangs vorrangig in Kautschukplantagen zur Gummiherstellung. Seit den 1990er Jahren entstanden dann vor allem große Ölpalmplantagen. Bewirtschaftet werden diese von Konzernen und Kleinbauern. Die Pläne zur Ausweitung und Umwandlung der Landflächen werden vor allem von der Regierung bestimmt. Sie reagiert damit auf die weltweit zunehmende Nachfrage nach dem Rohstoff Palmöl. Palmöl ist noch vor Sojaöl das wichtigste Pflanzenöl der Welt. Nahezu die Hälfte der gesamten Produktion kommt aus Indonesien. Es wird hauptsächlich für die Nahrungsmittelindustrie verwendet, aber auch für Kosmetik sowie Biodiesel. Man nimmt an, dass mit dem Verlust des Regenwalds auch all seine Funktionen für den Erhalt der Biodiversität, für das Klima und für die Menschen vor Ort verloren gehen. Doch erfüllen diese Funktionen auch die umgewandelten Flächen? Und wenn ja, in welchem Maße? Dies sind wichtige Fragen, doch bisher gibt es dazu wenig wissenschaftliche Untersuchungen und verlässliche Daten. Dies ist Ansatz und Auftrag des Projekts EFFORTS. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist es ein Gemeinschaftsvorhaben zwischen der Universität Göttingen, den indonesischen Universitäten Jambi, Bogor und Palu sowie lokalen Partnern. As we know that there is a huge change of the lowland forest in Sumatra, from the lowland forest to the some transformation system like rubber plantation, oil palm plantation and some other agriculture uses. And there is only about 4% of the remaining lowland forest in Sumatra. So I think it is really need for us to study and to find the reconciliation between the ecological function and also human welfare. And of course there is the need to make decisions, and these decisions are best based on, of course, scientific knowledge. And this is basically the goal of the whole project, to provide the scientific knowledge for making decisions, how to go on in futures, what to develop locally.
The German side establishes projects focusing on very general questions, and the Indonesian side provides all the knowledge, local knowledge, for establishing a project like this. Das Untersuchungsgebiet liegt in der Provinz Jambi auf Sumatra, Indonesiens zweitgrößter Insel. Sie war ursprünglich von großen Regenwäldern bedeckt. Hier schreitet aber auch die Umwandlung zu Kautschuk- und Ölpalmplantagen besonders schnell voran. Efforts konzentriert sich auf drei zentrale Bereiche, die von der Umwandlung besonders betroffen sind: Umweltprozesse, Biodiversität und menschliches Wohl. Über 200 internationale Wissenschaftler arbeiten dabei in 25 Einzelprojekten. Ein Teilprojekt aus dem Umweltforschungsbereich beschäftigt sich mit der Messung und Auswertung meteorologischer Daten. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Austausch von klimawirksamen Spurengasen zwischen einer Ölpalmplantage und der Atmosphäre. What we are doing here is measure greenhouse gas fluxes, so CO2, water and methane above the canopy. So that's why we have a tower which is 22 meters and the canopy is about 12. So it's measuring 10 meters above the canopy. And what we want to do is to understand the exchange of greenhouse gases of the oil palm plantation. So the technique we use is called eddy-covariance, and we have two main instruments which are on the boom at the top of the tower, a sonic anemometer, which measures the three components of the wind and the three directions, and then a sensor which can measure CO2 water fluxes at a very high rate, and then a tube that comes from the top of the tower to the bottom to an instrument which is down in the hat, which measures methane and CO2. Parallel zu den Messungen am Eddy Tower werden zahlreiche weitere Untersuchungen durchgeführt, um die Auswirkungen der Transformation auf die Umwelt einschätzen zu können. So wird zum Beispiel die Transpiration von Ölpalmen bestimmt, um Veränderungen im Wasserhaushalt zu erkennen. Bodenkundler konnten unter anderem nachweisen, dass der Kohlenstoffvorrat im Boden sehr stark abnimmt. Das liegt daran, dass Ölpalmen relativ wenig Streu bilden und somit wenig Kohlenstoff dem Boden wieder zuführen. Dadurch sinken auch die mikrobiologische Aktivität und die Nährstoffverfügbarkeit in den ohnehin kargen tropischen Böden. Mithilfe von installierten Gashauben wird die Bildung der Bodentreibhausgase Lachgas, CO2 und Methan gemessen. Lachgas entsteht vor allem auf Flächen, auf die zu viel stickstoffhaltiger Kunstdünger ausgebracht wurde. Ein Teil des Stickstoffs kann nicht vollständig von den Pflanzen aufgenommen werden und wird als Lachgas in die Atmosphäre freigesetzt. Dieses ist 300 Mal klimaschädlicher als CO2. In der Biodiversitätsgruppe untersuchen allein 12 Einzelprojekte, wie sich die Umwandlung des Regenwaldes in Kautschuk- und Ölpalmplantagen auf die Artenvielfalt auswirkt. Mit dem sogenannten Fogging haben die Forscher die Möglichkeit, Gliedertiere wie Insekten und Spinnen aus den Kronendächern aufzuspüren. Gerade dort findet sich in tropischen Regenwäldern die höchste Vielfalt. Die Tiere fallen in aufgespannte Trichter. Welche Artenzusammensetzung hier gesammelt wird, kann man zu diesem Zeitpunkt nur erahnen. Erst im Labor werden die Proben dann sortiert und genau bestimmt. Einige Arten werden dabei ganz neu entdeckt. Sie werden von den Wissenschaftlern zum ersten Mal beschrieben und benannt. Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen, doch erste Ergebnisse zeigen, dass durch die Umwandlung in Ölpalmplantagen mindestens 45% der Arten verschwunden sind. Dies liegt daran, dass viele dieser Tiere Spezialisten und von ganz bestimmten Pflanzen abhängig sind.
Aber auch Pflanzen sind auf spezialisierte Tierarten angewiesen, die für sie Funktionen wie Bestäubung oder Schädlingsabwehr erfüllen. Das bedeutet, dass jeder Artenverlust auch mit einem entsprechenden Verlust an Ökosystemfunktionen einhergehen kann. Basically, there are two ways of measuring the impact of biodiversity on ecosystem functioning: observational or manipulative, which means you either collect data and collect samples, identify them and measure biodiversity in this way, or you perform experiments, manipulative experiments. Most of the biologists working in the AFIRS project collect observational data, but we have an experiment too, such as the bird and ant exclusion experiment, in which we look at the role of birds and ants on ecosystem functioning in oil palm. Die Sozioökonomen aus dem AFIRS-Projekt untersuchen, wie sich die Umwandlung des Regenwaldes in Kautschuk- und Ölpalmplantagen auf das menschliche Wohl auswirkt. Dazu befragen die Wissenschaftler die Menschen vor Ort zu den Entwicklungen und Veränderungen in ihrem Lebensumfeld. Schon jetzt wird deutlich, dass sich alle Gesellschaftsgruppen in Jambi verändert haben. Wie stark diese Veränderungen sind und wer davon profitiert und wer nicht, hängt jedoch sehr vom kulturellen Hintergrund ab. Die indigenen Batin Sembilan lebten ursprünglich im und vom Wald. Seit den 90er Jahren vergab die indonesische Regierung allerdings für die Waldgebiete Konzessionen an andere. Erst für den Holzeinschlag, später für Kautschuk- und Ölpalmanbau. Damit verloren die Batin Sembilan Stück für Stück ihre Lebensgrundlage. Heute bestreiten sie ihren Lebensunterhalt, mehr schlecht als recht, als gelegentliche Tagelöhner auf den Plantagen. Setelah itu makan-makan di hutan-hutan ini yang penting bisa dimakan dimakan gitu kan. Sekarang nggak ada lagi. Di sini memang orang suku anak dalam. Memang orang katakanlah suku terasing di sini kan. Dari dulu sampai sekarang belum ada dasar majunya belum ada tengah dusun Tenggalung ini. Belum ada. Die Kleinbauern der Region bauen vor allem Kautschuk an. In der Kolonialzeit hatten die Holländer den aus Brasilien stammenden Gummibaum eingeführt. Die kontinuierliche Nachfrage nach Kautschuk brachte den Kleinbauern ein verlässliches Einkommen und gesellschaftlichen Fortschritt. Saya sendiri nggak sekolah, teman kita ke depan memang ada keinginan supaya anak sekolah. Ya alhamdulillah sudah mencapai perguruan tinggi sampai sekarang. Die meisten Menschen im Untersuchungsgebiet sind Immigranten aus Java. Sie kamen im Rahmen eines staatlichen Transmigrationsprogrammes seit den frühen 90er Jahren nach Sumatra und erhielten Land für den Anbau von Ölpalmen. Sie zählen heute zu denjenigen, die am meisten von der Umwandlung profitiert haben. Utamanya ada perkebunan, perkebunan kelapa sawit, masing-masing kepala keluarga itu mempunyai lahan ini 3 hektar. Setiap rumah ataupun setiap kepala keluarga itu mempunyai anak-anak yang sudah sarjana. Ini baik sarjana S1 maupun bahkan sudah mempunyai sarjana S2. Berarti menunjukkan kesejahteraan masyarakat ini cukup bagus dengan program pemerintah melalui program transmigrasi ini. Doch wie kann der Wunsch nach Fortschritt und steigendem Wohlstand mit dem Schutz von Biodiversität und Klima dauerhaft in Einklang gebracht werden? AFIRS prüft dabei mögliche Alternativen zu den bestehenden Transformationssystemen. In sogenannten Designer Plantation Landscapes werden dabei die Ölpalmmonokulturen mit einheimischen Frucht- und Holzbaumarten angereichert und deren Auswirkungen auf die Biodiversität, aber auch auf ihren ökonomischen Nutzen hin untersucht. Werden sich in solchen Flächen zum Beispiel wieder mehr Vögel ansiedeln? Oder wie sieht es mit Bestäubern und natürlichen Schädlingsfeinden aus? Werden auch sie gefördert und damit die Ökosystemfunktionen gestärkt? Das indonesisch-deutsche Forschungsteam von AFIRS wird dazu Antworten liefern.
sowie viele weitere Erkenntnisse, wie die ehemaligen Regenwaldflächen wirtschaftlich genutzt werden können und gleichzeitig wichtige Ökosystemfunktionen erhalten bleiben. Darauf aufbauend werden weitere Untersuchungen notwendig sein, als Grundlage für politische Entscheidungen zur nachhaltigen Entwicklung auf Sumatra und in vergleichbaren Regionen weltweit.